Willkommen zurück bei Videogems. Willkommen zurück bei... Oh, ist das laut. Willkommen zurück bei Einfach drauf los. Und zwar spiele ich heute Battlemobile oder Battlemobile. Ich glaube, Battlemobile ist richtig. Man sagt ja auch Batmobile. Und zwar ist das ein Japan-exklusives... Meine ich mich zu erinnern, dass es Japan-exklusiv ist. Super Nintendo-Spiel. Und ihr seht schon, ein rotes Auto, ein frisch verheiratetes Pärchen. Was mag jetzt passieren? Oh nein, die Mad Max-Fist of the North Star Punk Gang. Die greifen mit einer ganzen Armee das frisch verheiratete Pärchen an und töten die Braut. Ein Jahr danach. Was bleibt da dem Bräutigam übrig? Da kann man ja nur eines machen, wenn sowas passiert. Man setzt sich in seine hochgezüchtete Karre. Jetzt sieht er aus wie Kenshiro Farame. Das ist ja super. und macht sie platt. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, Moment, die Story kenne ich doch. Also nicht nur, dass es sehr Mad Max-mäßig ist, nein, ich kenne die auch aus einem Videospiel. Ja, genau. Road Avenger, beziehungsweise Road Blaster FX. Das Spiel ist, wenn man so will, Road Avenger, aber aus einer anderen Sicht. Nämlich aus der Draufsicht. Und ich mache kein Videojam-Video dazu, weil ich finde das Spiel gut, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich ein Videojam-Video machen würde. Ja, es kennt kaum einer und es ist gut, aber es ist nicht so... so richtig, richtig gut. Versteht ihr? Ja, ich lasse das mal so. Also es macht Spaß und alles. Es ist... ja, aber... ich finde, da fehlt doch ein bisschen was. So, wir können hier so eine RAM-Attacke machen. Um die Bösewichte halt. Und dann können wir halt Raketen ballern. Aber mit denen treffen wir kaum. Wir können ein Schild aktivieren, den ich aber schon verbraucht habe. Es ist sehr Shooter-like, würde ich sagen. Nur, dass man halt eigentlich nicht auf die Gegner schießt. Sondern sie halt wegrammt. Mehr schlecht als recht. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Dass das alles, finde ich, nur so semi funktioniert. Ihr seht, mit den Raketen treffe ich auch nicht. Die sind für Gegner aus der Luft, wenn ich mich nicht irre. Und meiner Meinung nach wäre es besser... oh, scheiße, Leben verloren. Ich weiß nicht mal wieso. Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn man wirklich einfach ballern könnte. Das Rammen hier funktioniert halt nur so leidlich, wie gesagt. Und das ist mein größter Kritikpunkt. Es ist pfiffig, es hat eine gute Idee, aber es ist nicht ausgereift. Und das kann ich dann schlecht als euch als Videogem verkaufen. Boah. Aber man kann es durchaus mal spielen. So ist es nicht. So, Boss-Time. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich machen soll.
Muss es nur überleben, so, okay. Ihr seht, es funktioniert nicht so richtig gut. Man begibt sich immer in Gefahr, getroffen zu werden. Wieder ein Leben verloren, ich weiß nicht genau wieso. Auch wie viele Treffer die vertragen, die Bosse. Guckt euch das mal an. Wie ich den anbumse die ganze Zeit. Endlich. Und das war's gleich wieder für mich. Und wieder ein Leben. Drei Leben. Das ist das erste Level. Kenner des Spiels werden wahrscheinlich sagen, ich spiele es falsch. Mag sein. Aber ich habe das Spiel jetzt einige Stunden gespielt. Und entweder raff ich es nicht oder ist es wirklich so unausgegoren, wie ich denke. Also entweder müsste man unbesiegbar sein während der RAM-Attacke. Oder sie hätten einfach einen billigen Shooter draus machen sollen. Es kann nicht sein, dass man im ersten Level, wenn man ganz normal spielt, drei Leben verliert. Da stimmt doch was nicht. Und da habe ich halt beim ganzen Spielen gemerkt, also ich will es euch zeigen, weil es relativ einzigartig ist, gute Ideen hat, aber ja, es ist kein Videogem, meiner Meinung nach. Also da gibt es Actionspiele, sag ich mal, mit Autos, die besser sind. Zack, da und schon wieder. Jetzt hätte ich meine Raketen einsetzen können. Bei den Helikoptern. Ich kann nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Aber man fragt sich die ganze Zeit, warum? Warum werde ich getroffen? Und ich finde es auch echt gemein, dass die Gegner ballern können und man selber nicht. Aber was soll's, ich will mich jetzt nicht groß beschweren. Ich habe entschieden, es ist kein Videogem. Und ich zeige es euch halt in einem einfach drauf los. Umso mehr würde ich mir mal wünschen, ein Road Avenger, aber nicht als FMV-Spiel, sondern wirklich als 3D-Action-Spiel. Also sozusagen als Action-Rennspiel. Sieht auch, mit den Raketen trifft man einfach nicht ordentlich. Man kann immer nur eine schießen. Und das war es alles nochmal von vorn. Na gut, Freunde, das soll es aber gewesen sein. Das Spiel heißt nicht nur Battlemobile oder Battlemobile. Es hat noch einen längeren japanischen Namen. Den werdet ihr auch im Titel sehen. Aber den kann ich mir nicht merken, deswegen Battlemobile. Wer es ausprobieren will, naja, es ist exklusiv für Super Nintendo, exklusiv in Japan erschienen.
Wenn ihr es legal haben wollt, dann müsst ihr es euch kaufen. Ansonsten, glaube ich, gibt es keine andere Version. Aber das sollte euch nicht davon abhalten. Gut, Freunde, das war's für diese recht kurze Ausgabe einfach drauf los. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ich das Spiel vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen näher gebracht habe. Auch wenn es meiner Meinung nach, ja, nicht so wirklich toll ist. Nun gut. Wir lesen und schreiben und hören uns das nächste Mal und denkt daran, Videogems. Alle anderen spielen Probe.